Warum? So. Willkommen bei einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich hatte ich es vorbereitet, aber irgendwie habe ich es weggestellt. Also es ist doch nicht mehr vorbereitet, aber ich bereite es mal schnell vor. Wir haben nämlich was gefunden, als ich im... Jetzt hör auf mit der Tischdecke, Bruder. Als ich nämlich im Rewe-Markt gearbeitet habe, kam immer ein Nicht-Deutscher zu mir und hat immer gesagt, er braucht von diesem einen Getränk bitte noch mehr. Er hat das zwar nicht so gesagt, man hat es kaum verstanden, aber er hat immer so eine spezielle Flasche gekauft und ich habe mich immer gewundert, was ist das denn? Und dann wollte der immer gleich 10 Flaschen davon. Meistens standen aber nur noch 4, 5 im Laden. Wir sollten immer extra auch für ihn dann bestellen. Der hat nur so Zeug getrunken und das war auch immer sauteuer. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist das? Hab's mir da mal angeguckt, hab jetzt gesehen, dass es mittlerweile 3 verschiedene Sorten davon gibt. Und jetzt habe ich alle 3 mal mitgebracht, um die mit euch mal zu testen. Das ist nämlich von der Firma Aleo und heißt Aloe, nämlich Aloe Vera. Habt ihr auch schon mal einen Aloe Vera Drink getrunken? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Adi, hör auf, unterm Tisch rumzuwühlen. Ich mach doch auch nicht so, oder? So, da sind wir wieder. Von der Firma Aleo auf jeden Fall Aloe Vera. Das gibt's hier in... Er ist zurück. Das gibt's hier auf jeden Fall in Flaschen 3. Seitdem ich die neue Tischdecke drauf habe, der dreht doch komplett am Rad. Adi! Ich glaube, ich muss den mal raustun, das wird sonst nichts. So, wir versuchen es nochmal. Von der Firma Aleo. Scheiße, dann bricht die Tür auf. Von der Firma Aleo gibt es jetzt also Aloe Vera. Und das in 3 verschiedenen Sorten. Nämlich einmal als Premium-Drink. Drink mit Aloe Vera-Stückchen. 30% Aloe Vera-Anteil. Ich bin schon wieder fertig mit der Welt. Das sieht man auch, wenn man die Flasche rumdreht und auf den Kopf stellt, da schwimmt immer irgendwas Komisches drin rum. Gleichzeitig haben wir noch Aloe Vera mit Mango-Geschmack. Auch wieder mit 30% Aloe Vera, ist halt immer, dass hier unten was aussieht, so wie Gurke. Und dann haben wir noch einmal Aloe Vera Erdbeer. Und Mango und Erdbeer sind auf jeden Fall neu, die habe ich noch nicht gesehen. Die habe ich jetzt erst gesehen. Ich will euch das jetzt mal von meiner Seite aus zeigen, mal gegen das Licht halten, mal gucken, ob man das sieht, wie das drin rumschwimmt. Meistens würden die Leute denken, das kannst du nicht mehr trinken, das ist schon schlecht. Da schwimmt irgendwas drin rum, das hat sich abgesammelt oder angesammelt, aber jetzt beim Aloe Vera Drink ist das normal. Das muss komisch aussehen, da sind ja eben die Aloe Vera Stückchen drin. Ich drehe es mal um, wir gucken es uns hier mal an. Das ist also das Original hier, Aleo Aloe Vera Drink mit 30%. Da wieder die Ernährungstabelle, Nährwerttabelle, wie auch immer, die gucken wir uns nicht an. Ist auch Pfand drauf. Und wenn wir es jetzt gegens Licht halten, seht ihr wieder, was drin rumschwimmt. Das sind hier wirklich so Stücken, die da drin auf und ab gehen. Und die haben wir in allen 3 Flaschen. Man sieht es aber nicht bei jeder gleich. Hier haben wir also Mango, Aloe Vera mit Mango. Sieht ja eigentlich schön aus. Und wenn wir das rumdrehen, haben wir hier auch wieder die Stückchen, die da innen drin rumschwimmen. Müssen das mal so rummachen. Vielleicht sieht man das. Na gut, jetzt ist das zusätzlich. Ja, das ist so eine komische Form. Die Flasche. Und wir haben einmal noch Aloe Vera mit Erdbeere. Das machen wir natürlich auch rum, halten es gegens Licht und hoffen, dass man da was sieht. Man sieht es da nur sehr, sehr leicht. Ich glaube, bei der ersten war es einfach am deutlichsten zu sehen, bei der Original Aloe Vera Flasche Premium. Adi ist schon wieder da, also der hat die Tür aufgemacht einfach und ist wieder reingekommen. Wir probieren jetzt mal das Original, gucken, wie das schmeckt. Und vor allem ist das Besondere, auch wenn ihr das trinkt, ihr merkt ja immer, wie die Stückchen durch den Flaschenhals mit reinkommen. Wir schütteln das Ganze auch mal. Ist eigentlich unnötig, hat ja eh keine Kohlensäure, hoffe ich. Und wenn ihr das jetzt trinkt, ist das so, wie wenn ihr
einen Rest vom Obstsalat austrinkt und noch die halben Stückchen dabei habt. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, hat aber einen einzigartigen Geschmack. Muss wahrscheinlich auch sehr gesund sein, sonst würdet ihr nicht so viel davon kaufen. Oder er weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Und deswegen hat er so viel davon gekauft. Auch hier schön zu sehen, dieser grüne Flaschenhals. Wir probieren jetzt, wir gönnen uns jetzt mal richtig Aloe Vera auf jeden Fall. Seht ihr das? Das ist ein Aloe Vera Stückchen. Beziehungsweise das war ein Aloe Vera Stückchen. Das ist so durchsichtig und matschig. Das kann man im Nachhinein auch noch essen. Das hat auf jeden Fall so einen richtig chemischen Geschmack. Ihr denkt, ihr trinkt da irgendwie Spülmittel. Aber es ist nicht so bitter im Nachhinein. Es schmeckt irgendwie angenehm, aber halt irgendwie richtig chemisch und künstlich. Sehr, sehr speziell auf jeden Fall. Also wer das nicht kennt, probiert das auf jeden Fall mal aus. Aus dem Rewe der Aleo Aloe Vera Drink. Klassik schmeckt mir auf jeden Fall wunderbar. Ich denke mal, die anderen werden wieder komplett anders sein. Wenn ihr das Mango-Erdbeer habt, dann werdet ihr das extrem rausschmecken. Und deswegen wird das Original wohl das Gewöhnungsbedürftige sein. Wir testen als zweites jetzt aber den Mango. Den schütteln wir natürlich auch wieder. Machen den auf. Gucken, was uns da erwartet. Hoffentlich schmeckt das jetzt nicht einfach nur nach Mangosaft. Da wäre ich etwas enttäuscht. Typisch auch wieder der grüne Flaschenhals. Riecht auf jeden Fall sehr intensiv, sehr süß. Schmeckt aber auch gut. Schmeckt nicht so süß, wie es riecht. Schmeckt eigentlich angenehm. Wie eine leichte Mangonote wirklich, die trotzdem noch wässrig ausgeht und ihr diese kleinen Aloe Vera Stückchen trotzdem auf der Zunge habt, die ihr dann zerschnalzen könnt und runterschlucken. Und Erdbeer haben wir auch noch am Start. Erdbeer wollen wir auch noch probieren. Wenn es jetzt auch so wird, dann passt das. Ich dachte, das Klassik, das sticht alle anderen aus, aber die anderen können da gut mithalten. Trotz Geschmacksrichtung haben die eigentlich einen eigenen Geschmack und ihr könnt das nicht mit normalem Mangosaft oder Mango-Wassergeschmack oder Erdbeerwassergeschmack vergleichen. Gerade durch die Stückchen hat das nochmal eine ganz besondere Note. Riecht auch sehr süßlich auf jeden Fall, aber wird nicht so süß sein, wie es riecht, hoffe ich. Da steht ja auch drauf, Aleo, leckerer Durstlöscher, das Stückchen Energie und Genuss für deinen Tag. Trinken und kauen. Genieße Stück für Stück ein neues Trinkgefühl. Entdecke die natürliche Aloe Vera Stückchen. Entdecke die natürlichen Aloe Vera Stückchen. Das könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie Bubble Tea. Da musstet ihr auch immer trinken und kauen und verschlucken und Krankenhaus und alle möglichen Sachen. Ist auf jeden Fall interessant, schmeckt auf jeden Fall auch gut. Wenn ihr das nicht kennt, probiert das mal aus, testet das mal, schreibt mir mal eure Meinung dazu. Oder wenn ihr das schon getestet habt, schreibt mir auch eure Meinung dazu. Oh mein Gott, guckt mal, wie die Hand schon wieder aussieht, nur weil ich die Katze vor die Tür habe. Hat er mich schon wieder umgebracht, der will nämlich immer nicht so. Wir müssen uns aber zum Abschluss natürlich noch das Beste gönnen. Wie immer eine Dose 5-0er Dosenbier zum Abschluss. Immer wenn wir was trinken, kommt das ja, obwohl bei einer Folge mit dem Hulk Smash, habe ich das glaube ich vergessen. Ist aber egal, mir ist jetzt schon wieder schlecht. Ich habe nämlich vorher schon die Folge mit dem Karamellpopcorn gedreht. Und die Folge mit den Wraps und habe das gegessen. Und habe jetzt die drei Aloe Vera Drinks probiert. Und muss jetzt noch die Dose 5-0er trinken. Mir dreht sich jetzt schon der Magen. Wir machen das aber gerne. Das ist immer irgendwo eine kleine Challenge an mich selber. Und sollte so ein Running Gag werden. Habt ihr Aloe Vera probiert? Würdet ihr das mal probieren? Findet ihr das interessant? Und was sagt ihr zum Preis? Ist natürlich ein bisschen kostspieliger. Ich glaube 2,50 oder so kostet so eine kleine Flasche. Ist nicht viel drin, schmeckt aber besonders. Ist was ganz anderes, mit nichts zu vergleichen. Also probiert das mal, trinken und
kauen wie beim Bubble Tea. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mm-hmm.